Tragödie in Finnland. Deutscher Pilot von Flugzeugtür erschlagen. Ein deutscher Pilot wurde von der Tür dieses Flugzeugs erschlagen. Kittilä-Minus, was für ein Drama. Ein deutscher Pilot ist am Flughafen im finnischen Kittilä gestorben, nachdem er von einer Flugzeugtür getroffen wurde. Wie der Telegraph berichtet, hatte sich der 50-Jährige dem Flugzeug Gulfstream G150 genähert, um es vor dem Abflug von außen zu kontrollieren, als die Tür sich völlig unvermittelt öffnete und ihn erschlug. Trotz Reanimationsversuchen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Finnische Behörden bewerten diesen Fall als außergewöhnlich und wollen nun ermitteln, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Von einem Verbrechen werde momentan nicht ausgegangen.